Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Croff Multimedia. Im heutigen Video möchte ich euch den neuen Gimbal, den faltbaren GH2F von Benro vorstellen. Ein kompakter Telestativkopf, der aus meiner Sicht sehr interessant ist. Gimbals für Teleobjektive gibt es ja sehr, sehr viele, von wirklich guten Gimbals bis absolut schlechte Gimbals. Und warum zeige ich euch jetzt diesen Benro Gimbal? Sieht auf den ersten Blick ein wenig aus wie Optimus Prime von den Transformern und irgendwie so funktioniert der auch. Ich möchte euch mal zeigen, wie kompakt der zusammengelegt werden kann und so ist er wirklich einzigartig. Das Ganze funktioniert nun so, ich kann bei diesem Gimbal, wenn ich das machen möchte, kann ich hier den Winkel wegnehmen, das ist eine Arca-Swiss-Kupplung, dazu komme ich dann später noch. Und dann habe ich die Möglichkeit, dass ich diese Schraube hier lösen kann, so, ziehe das runter, fixiere das wieder und schaut mal, wie kompakt das dieser Gimbal nun wird. Ihr habt die Möglichkeit, diesen jetzt bequem in eure Fototasche wegzuräumen und zu transportieren. Was aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, so ein Mechanismus darf niemals auf die Stabilität eines Stativkopfs Auswirkungen haben. Und das Tolle daran ist jetzt eigentlich hier, ihr seht das, wenn ich den hier hindrehe, ihr seht das, das ist wie eine weitere Arca-Swiss-Kupplung, sehr ähnlich gemacht und das wird jetzt wirklich Metall auf Metall zugeschraubt und ihr seht, dieser Mechanismus hat absolut keinen Einfluss auf die Stabilität dieses Stativkopfs. Wie funktioniert der faltbare Gimbal? Noch einmal. Am besten wird der Gimbal direkt auf ein Stativ aufgeschraubt. Ich würde euch für Teleobjektive eigentlich ein Stativ mit Nivellierfunktion empfehlen. Ist viel einfacher, als wenn ich dann die Beinwinkel verstellen muss. Dann löse ich die Schrauben, ziehe den Winkel hoch, fahre das ein und ziehe den Gimbal fest. So haben wir mal den Grundwinkel. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie ich mein Teleobjektiv an dem Gimbal anbringen kann. Eine Variante ist direkt an der Seite. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wie bei einem sogenannten Sidekick, habe ich die Möglichkeit, dass ich mein Teleobjektiv direkt oben am Gelenk mit meiner Arca-Swiss-Platte anbringe. So, mach die Kupplung auf, fixiere das und ziehe hier fest. Nun habe ich die Möglichkeit, mit dem Gimbal die Bewegungen hoch und runter, links und rechts am Gimbal zu machen. Und so bin ich schon sehr, sehr schnell und kann meine Tiere verfolgen. Und das geht bei diesem Stativkopf wirklich sehr, sehr präzise. Er ist leicht gedämpft, was sehr angenehm ist. Und ich freue mich schon, die ersten Bilder damit zu machen. Aber zuerst zeige ich euch noch die zweite Möglichkeit. Eine andere Variante, wahrscheinlich für schwerere Teleobjektive interessanter, ist dann mit dem Winkel oder mit der Schaukel. Das heißt, ich kann jetzt hier den Winkel reinmachen ins Gelenk, wo vorher das Teleobjektiv war. So. Dann wird das gegen unten gedreht. Nun habe ich die Möglichkeit, hier unten dran den Winkel auszulegen. So. Und nun kann ich mit dem Teleobjektiv in der anderen Position einfahren. So. Habe noch die Möglichkeit, dass ich die optische Achse direkt auf die Höhe des Gelenks einstellen kann. So. Nun wird das Gewicht ausbalanciert. Das müsst ihr dann je nach Objektiv machen. Und jetzt habt ihr noch die bessere Balance. So, ihr seht, ihr habt eine ungeheure Bewegungsfreiheit. Und das macht dann schon sehr, sehr viel Spaß, mit diesem Stativkopf Tiere zu fotografieren. Geliefert wird der GH2F in einem wirklich schönen kleinen Etui, das man im Fotorucksack verstauen kann. Ihr seht hier den gefalteten Gimbal, dann haben wir die Schaukel oder den Winkel dabei
Und nun haben wir hier unten auch noch eine leichte Argaswiss-kompatible Platte, die zum Beispiel für Objektive verwendet werden kann, welche nicht bereits am Stativfuß eine Argaswiss-Kopplung dran haben. Der Benro GH2F macht mir einen sehr guten Eindruck. Er ist wirklich sehr schön verarbeitet, ist aus Metall, keine nervigen Plastikteile dran, lässt sich vom Handling her gut zusammenlegen und ich denke, das könnte wirklich was sein, das euch einen richtigen Mehrwert in der Fotoausrüstung bringt. Ich stelle mir da schon nur vor, wenn ich zum Beispiel Bergwanderungen mache und etwas Kompaktes im Rucksack brauche oder wenn ich fliege, das Ganze in den Fotorucksack reinpacken muss, sicher absolut interessant. Der Kopf ist bei uns bereits ab Lager lieferbar. Ihr könnt ihn gerne anschauen bei uns in Herzogenbuchse. Und nehmt doch am besten neue Teleobjektive und die Kamera mit, dann könnt ihr es nämlich austesten. Solltet ihr Fragen haben, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. Und ja, ich gehe jetzt das Ding mal ein wenig ausprobieren bei den Tieren und hoffe, es gibt gute Bilder. Ich wünsche euch einen schönen Abend, macht's gut und tschüss zusammen.